So, hallo meine lieben Freunde und willkommen hier zu meinem neuen Projekt Inner Space. Jawohl, für alle Leute, die neu gerade auf meinem Kanal sind, herzlich willkommen und für alle anderen, hallo zurück. Genau, das Game ist gerade am 16. Januar, wenn es mich nicht täuscht, auf Steam erschienen. Für, wie viel hat es gekostet? Ich kann es jetzt gerade gar nicht sagen, ich glaube für 19. Also bei uns hier sind es glaube ich 19 Schweizer Franken gewesen. Also es wird wahrscheinlich glaube ich so 21, 22 Euro oder so kosten, genau. Das Game ist so ein bisschen atmosphärisch, glaube ich. Legt sehr viel Wert auf Musik, kann ich mal so sagen, wenn ich das so höre und nach dem, was ich auch alles gelesen habe. Und ich habe ja noch vor ein, zwei Wochen AER gespielt und das wurde mir dadurch dann vorgeschlagen, das Game. Und das sieht ihnen schon recht ähnlich und AER hat mir schon wirklich sehr gut gefallen gehabt. Und ja, ich denke mal, dass wir zusammen versuchen, das Game ein bisschen gemeinsam zu erkunden. Oder? Ja, ich denke schon. Die Einstellung habe ich schon alles richtig eingestellt. Sprache Deutsch, die Auflösung und so, die war vorher ziemlich im Arsch, möchte man sagen. Und ich will jetzt gar nicht mehr lange um den heißen Brei reden. Lasst uns mal anfangen. Los geht's. Ein neues Abenteuer starten. Starten? Starten. Bis jetzt spiele ich alles nur mit der Tastatur. Ich kann die Maus bis jetzt noch gar nicht benutzen. Bin mal gespannt, wie es im Game dann drin aussieht. Ratlos, einsam, rede mit den Archäologen. Wind hat das Universum erschaffen und hält seine Welten intakt. Die Alten haben große Netzwerke geschaffen, um die Energie namens Wind zu nutzen. Die Alten erlebten eine Zeit des Wohlgehens, doch das sollte nicht ewig wahren. Halbgötter sind aufgetaucht und haben das Universum seiner Energie beraubt. Die Welt kam zu ihrem Ende. Es heißt, die Alten hätten versucht, aus dem Universum zu entkommen, wären aber in ihrer letzten Stunde gescheitert. Jetzt kann die Welt mit ihren Geheimnissen nur noch warten. Okay. Aktivierung der Drohne, Autopilot, Schnittstelle. Erfolgreich. Blablabla. Das scheint anscheinend so eine Art Programmstart zu sein, der da gerade erfolgt. Drücken Sie Return, um zu starten. Ich drücke einfach mal Enter. Viel Glück. Archäologe. Reliktdetektor aktiviert. Hochfahren. Flugkalibrierungsfrequenz starten. Da bin ich mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Steige nach oben oder nach unten. Okay. Ach so. So. Und so. Rolle nach links oder rechts. Rolleneinstellung aufgezeichnet. Was muss ich machen? Giere nach links oder rechts. Ah. Okay. Gib Gas oder Bremse? Space oder mit? Jetzt muss ich noch das Bremsen herausfinden. Ah, das haben wir hier. Halte. Linken Mausbutton gedrückt, um stillzustehen. Link? Ach so. Halte die Kugel in der Bildschirmmitte. Wie soll ich denn das machen? Hallo? Hallo? Ah, ich verstehe. Ah, jetzt habe ich verstanden. Fliege in den Felsen. Gas geben? So. Oh, hab ich doch jetzt. Fliege in den Felsen. Oh, daneben. So. Nochmal. Schon wieder daneben. Aufprall, Einstellung aufgezeichnet. Zerbrich 5 Felsen. Zack. Ich muss das echt gucken, dass ich das mit der Maus ein bisschen probiere zu dingeln. Weil das doch schon relativ schwierig ist, mit der Tastatur das alles nur zu spielen. Einen Moment mal schnell. Ich will nicht zurück zum Hauptmenü. Nee, will ich nicht. So. Na, das war ganz knapp. So. Das muss man manchmal einfach ein bisschen ruhiger machen, die ganze Sache hier. Noch ein Felsen. Da, der. Der sieht doch gut aus. So. Aufprall auf. Tippe auf die rechte Maus, um den Touch-Modus zu aktivieren. Den Touch-Modus. Verlasse das Wasser. Oh, da kann ich schwimmen wie so ein Fisch oder was? Ah, jetzt verstehe ich. Ah, wenn ich die rechte Maustaste drücke, dann tut der so... Genau. Schwimmen. Musik und Landschaften sind auf die Tonart der Welt abgestimmt, in der sie sich befinden. Gut, schön das zu wissen. Hallo? 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 Ist da drin jemand? Hm. Das Gerät reagiert nicht auf externe Reize, obwohl es Komponenten für Sprachverständnisse besitzt. Ich werde es noch einmal versuchen. Guck mal, das ist ein kleines U-Boot, ist das jetzt. Kartograf, kannst du mich hören? Ja, hallo. Ja, ja, ja. Hurra, es hat geklappt. Sei gegrüßt, andere Lebensformen. Ich bin der Archäologe und, oje, jetzt, da du aktiviert bist, weiß ich nicht so recht, wo ich anfangen soll. Warum bin ich hier? Ich habe gehofft, dass du mein Forschungsassistent werden könntest, falls du nichts dagegen hast. Als Archäologe erforsche ich die Alten, eine hochentwickelte Zivilisation, die einst hier lebte. Auf meinen Expeditionen habe ich jedoch festgestellt, dass es Orte gibt, die ich nicht erreichen kann. Daher brauche ich einen Partner. Du musst für mich an Orte fliegen, die für mich unerreichbar sind und mir helfen, das Unerforschte zu erforschen. Daher habe ich dir den Namen Kartograf gegeben. Machen wir uns an die... Nee, wer bin ich? Ja, ich schätze, das ist ein angemessener Punkt, um zu beginnen. Du, mein Freund, bist eine autonome Flugmaschine. Die erste, die unsere Welt seit langem gesehen hat. Wahrscheinlich sogar seit der Zeit der Alten. Ich habe dich nach Plänen konstruiert, die ich in einem ihrer Relikte gefunden habe. Und jetzt bist du da, lebendig. Und noch dazu redest du mit mir. Fantastisch. Du stellst Fragen, von denen ich nicht glaube, dass du dafür programmiert wurdest, sie zu stellen. Also, machen wir uns an die Arbeit, würde ich mal sagen. Gut, reden wir jetzt weniger und erforschen wir mehr. Es ist Zeit, uns an die Arbeit zu machen. Hoffentlich hast du deine Flugsimulation nicht übersprungen. Denn jetzt erhältst du einen Schnellkurs im Sammeln von Relikten. Testen wir daher jetzt diese Flügel und sammeln wir eines. Danach bringst du es zur Analyse zu mir. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was es ist. Ach, noch etwas. Vorläufig solltest du dich auf die Luft beschränken. Dein jetziges Fluggehäuse eignet sich noch nicht für das Wasser. Viel Glück. Tschüss. Jetzt muss ich fliegen, oder was? Und ich finde die Steuerung gar nicht mal so einfach, muss ich fast sagen. Verlasse den Pfeil, indem du linke Maustaste drückst. So. Oh. Jetzt muss ich das Ding da bekommen. Nee, gar nicht mal so. Warte. Hoch, links, rechts. Ein Moment. Jo. Hab's geschafft. Kehre zum Pfeil zurück. Batterie? Batterie der Alten. Ah, das ist das, was ich gesammelt habe, oder? Aufheben. Was? Batterie. Dieses Gehäuse enthält Wind und macht ihn nutzbar, um in verschiedene Apparaturen einzusetzen. Trotz des Alters des Gerätes scheint von dem darin erhaltenen Wind nichts verloren gegangen zu sein. Das Gerät ist in einem Zustand, als wäre es noch nie verwendet worden. Okay. Und reinstecken. Dieses Gerät enthält Wind. Ah, das ist das noch von selber. Und nein, nein. Ich will es da reinstecken. So. 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 Hallo? Entfernen. Jetzt bin ich gerade ratlos, was ich hier machen muss. Einstecken. Gut, habe ich ja jetzt. Kehre zum Pfeil zurück. Bin ich im Wasser gelandet? Hier muss ich hin. Gut gemacht. Schicke mir das Relikt, damit ich das analysieren kann. Da haben wir das Relikt. Lieferbare Relikte. Liefern. Bitteschön. Prima. Gib mir ein bisschen Zeit, um es zu untersuchen. Warum nutzt du diese Gelegenheit nicht dazu, deine Flugfähigkeit etwas zu üben? Das könnte eine Weile dauern. Ich werde dich informieren, wenn die Analyse abgeschlossen ist. Bis bald. Tschüss. Alles sollte wahrscheinlich hier speichern heißen. Warum nutzt du nicht die Gelegenheit? Ja, das weiß ich ja. Tschüss. Ah, nicht sprechen. Tut mir leid. Da stand sprechen. Zurück. Zuletzt gesammelt. Relikte. Einstellungen. Einstellungen. Hier, Einstellungen. Kartensteuerung. Wow, genau das habe ich gesucht. Na toll, nach oben steigen. Nach unten steigen. Kann ich da nix? Oh, das ist richtig schwierig. Das würde ich sogar fast eher mit Rollachse. Kann ich nicht einstellen, dass ich das... Kategorie Flug. Menü. Nee, Kategorie Flug. Controller ohne. Controller zuweisen? Nein. Maus, Controller, Tastatur. Ja, ich will das mit der Maus spielen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Nach oben steigen, nach unten steigen. Nee, will ich nicht. Okay, komm, wir lassen das jetzt erstmal. Fertig. Neue Relikte automatisch öffnen, Kartensteuerung. Ja, das lassen wir jetzt erstmal. Sprachauswahl. Okay, das lassen wir jetzt. Sonst spiele ich das erstmal noch so ein bisschen so weiter. So. Zurück. Jetzt kann ich da ein bisschen rumfliegen hier, ne? So. Und da geht's hoch und da geht's runter. Aufrüstung verfügbar. Ausrüstung, Aufrüstung verfügbar. Kehre zum Archäologen zurück, um sie zu erhalten. Wo ist denn der Archäologe? Da unten. Hallo, du. Muss ich jetzt zu dem hinfliegen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss eher... Uiuiui, jetzt bin ich ja ganz schief hier. Ich muss da reinfliegen, glaube ich. So. Oh, das Relikt. Es ist kein gewöhnlicher Fund. Wenn meine Hypothese stimmt, wird es uns vielleicht erlauben, ein viel größeres Gebiet zu erforschen, als ich zuerst gedacht hatte. Möchtest du meine Theorie hören? Ja, aber sicher doch. Siehst du, das Relikt ist ein großes Reservoir von Wind, der größten Energiequelle für das Universum. Dieses Gerät benutzt Wind dazu, Technologie der Alten zu aktivieren. Zum Beispiel, hurra, es hat die Tür geöffnet. Jetzt kannst du mit Technologie der Alten interagieren. Wenn es die Tür geöffnet hat, was kann es dann noch aktivieren? Jenseits dieser Höhle liegt das Universum. Ich bringe meine Tage damit zu, in aller Ruhe zu forschen und durch verlassene Bauten zu reisen, in der Hoffnung, etwas zu finden, das die Alten vielleicht zurückgelassen haben. Durch das Sammeln von hast durch das Sammeln und Studieren von Relikten, hoffe ich, so viel wie möglich über das Universum schriftlich festzuhalten. Auf diese Weise kann ich etwas über seine Vergangenheit lernen und seine Geschichte bewahren. Genau wie dieser Raum waren auch die Tore des Universums lange verschlossen, doch du kannst den Weg öffnen. Was sagst du dazu, Kartograf? Möchtest du sehen, welche Geheimnisse hinter dem Universum und den alten Verborgenen liegen? Möchtest du mit mir zusammen die Geheimnisse dieses Ortes erkunden? Nö, will ich nicht. Kann ich auf was anderes drücken? Ich habe keine Lust. Nö, passt mir nicht. Naja, okay. Gehen wir. Hurra! Du kannst übrigens über das digitale Menü deines Fluggehäuses auf die von dir gesammelten Relikte zugreifen. Sieh sie dir mal an, wenn du Zeit dazu hast. Brechen wir auf. Tschüss. Jetzt muss ich da durchfliegen, oder was? So geht das, meine Lieben. So geht das. Guck, ganz langsam. So, ein bisschen lenken noch und dort durchfliegen. Also, dass man das nicht mit der Maus steuern kann, das ist ein bisschen verwirrend für mich jetzt. Da muss ich mal im Internet gucken. Oh, die Sonne blendet auch ein bisschen hell heute. Oh, jetzt habe ich mich gedreht. Das finde ich gar nicht gut. Ah, jetzt bin ich wieder gerade. Bin ich wieder gerade? Ich weiß es nicht. Das ist das Universum. Und da müssen wir auch hin. Da ist wieder der gute alte, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. So, da fliegen wir rein. Prima, schön gelandet. Da du gerade hier bist, gibt es irgendwas, worüber du mehr wissen möchtest? Möchtest du sonst noch etwas wissen? Ja, wie man meine Steuerung anders machen kann. Ich muss mir ein bisschen Vorhang hier runter machen. So. Wie ich mit der Maus lenken kann und nicht jede Winkel mit der Tastatur. Nichts Besonderes. Relikte, die Alten. Wie bist du hierher gekommen? Wie bist du hierher gekommen? Zu meinem Glück gibt es zwischen diesen Räumen Unterwassertunnel. Sei nicht neidisch. Ich habe zwar Flossen, aber du hast Flügel. Deshalb habe ich dir ja dieses Fluggehäuse gegeben. Das und das Fliegen macht mir Angst. Möchtest du sonst noch was wissen? Erzähl mir was über die Relikte, mein lieber Freund. Relikte stellen eine Verbindung zur Vergangenheit dar. Zu einer Welt, die unter der Kontrolle der Alten gestanden hatte. Und wie du sehen kannst, sind sie nützlich. Sie haben mir geholfen, dich zu bauen. Und sie haben mir geholfen, diese Tür zu öffnen. Stell dir mal vor, was sie uns noch alles lehren könnten. Möchtest du sonst noch was wissen? Erzähl mal was über die Alten. Die Alten waren eine hochentwickelte Zivilisation, die einst hier gelebt hat. Ihre Technologie übertraf alles, was ich je erschaffen konnte. Jedenfalls, bis ich dich gebaut habe. Ich habe sie mein ganzes Leben lang studiert, habe aber das Gefühl, nur sehr wenig über sie zu wissen. Wenn du mir helfen kannst, noch mehr Relikte zu finden, werden wir bestimmt mehr über sie herausfahren. Möchtest du sonst noch was wissen? Nö, ist eigentlich gut so. Lass uns einen Ausweg aus dieser Höhle finden. Okidoki, mein Freund. Okay, Leute, bevor wir jetzt aber weiterspielen, werde ich an dieser Stelle den ersten Part beenden. Und ja, bis jetzt ist es wirklich cool, das Spiel, abgesehen von der Steuerung, die ist extrem gewöhnungsbedürftig, da werde ich schon im Internet schauen, ob ich die irgendwie umstellen kann, weil ich kann bis jetzt alles nur, muss ich mit der Tastatur, also hoch, runter mit WS, links, rechts mit AD und dann den Winkel mit QE, mit Shift tut man bremsen, mit Leertaste tut man beschleunigen und ach du Gott, das will ich ein bisschen abändern. Und ja, bis jetzt finde ich es aber trotzdem, wie gesagt, wirklich cool, schöne Atmosphäre, schöne Geschichte, die einem da anscheinend jetzt erzählt wird. Und ich werde auf jeden Fall weitermachen. Natürlich noch schauen jetzt, dass ich das mit der Tastenbelegung einigermaßen hinkriege. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, dann würde ich mich über eine kleine Unterstützung freuen. Vielleicht ein Abo oder ein Like, wie ihr das halt möchtet, ne? Oder einfach wenigstens ein nettes Kommentar schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part. Und haltet die Ohren steif, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und ciao.